Alma, bist du bereit? Das bin ich. König Lemhi, danke, dass du heute hier bist. Wir freuen uns auf deine Worte, König Mosir. Mein Volk, ich habe euch geboten, dass ihr euch heute versammelt, um euch die Aufzeichnungen vom Volk Zene vorzulesen, welche auch die Aufzeichnungen seines Enkelsohns Limhi sind, von der Zeit an, da es Zarahemla verließ, bis zu seiner Rückkehr. Und auch um den Bericht Almas und seiner Brüder vorzulesen und all ihrer Bedrängnisse, von der Zeit an, da sie Zarahemla verließen, bis zu ihrer Rückkehr. Da ich, Zenef, Kenntnis vom Land Nefi hatte und übereifrig war, das Land zu ererben, sammelte ich alle, die den Wunsch hatten, hinaufzugehen, um das Land zu besitzen. Und nachdem wir viele Tage durch die Wildnis gezogen waren, schlugen wir unsere Zelte nahe beim Land unserer Väter auf. Und ich ging hinein zum König, um zu erfahren, ob ich mit meinem Volk in das Land gehen und es in Frieden besitzen dürfe. Und er schloss mit mir ein Bündnis, dass ich das Land besitzen dürfe. Und er gebot auch, sein Volk solle aus dem Land wegziehen. Und allmählich mehrten wir uns und gediehen im Land. Nun wollte König Laman mein Volk mit Schlauheit und Hinterlist in Knechtschaft bringen. Und er fing an, sein Volk aufzustacheln, damit es mit meinem Volk Streit begann. Darum begannen Kriege und Streitigkeiten in dem Land. Und wir schrien mächtig zum Herrn, er möge uns aus den Händen unserer Feinde befreien. Und Gott vernahm unser Schreien und erhörte unsere Gebete. Und wir zogen in seiner Macht aus, bis wir sie aus unserem Land gejagt hatten. Am Ende seiner Tage übertrug Zenef das Königtum auf Noah, einen seiner Söhne. Aber er wandelte nicht auf den Wegen seines Vaters, denn er hielt die Gebote Gottes nicht. Werft ihn ins Gefängnis. Und Noah lehnte den Propheten Abinadi ab und ließ ihn den Feuertod leiden. So wird es sich begeben, dass eure Nachkommen die Ursache sein werden, dass viele die Qualen erleiden werden, die ich erleide. Ja, die Qualen des Feuertodes. Und dann werdet ihr leiden, wie ich leide. König Noah war nicht so sehr um sein Volk besorgt, wie um sein eigenes Leben. Und als die Lamaniten sie erneut angriffen, gebot der König ihnen, alle Männer sollten ihre Frauen und ihre Kinder verlassen und fliehen. Doch es gab viele, die sie nicht verlassen wollten. Diejenigen, die bei ihren Frauen und ihren Kindern geblieben waren, ließen ihre anmutigen Töchter vortreten und sich bei den Lamaniten dafür einsetzen, dass sie sie nicht töteten. Diejenigen, die mit Noah und seinen Priestern geflohen waren, schworen zu ihren Frauen und Kindern zurückzukehren. Und sie waren auf den König zornig, und sie ließen ihn leiden, ja sogar bis zum Feuertod. Und sie waren daran, auch die Priester zu ergreifen und sie hinzurichten. Aber sie flohen vor ihnen. Nach dem Tod Noahs wurde Limhi als Sohn des Königs das Königtum übertragen. Und Limhi fing an, das Reich aufzurichten und unter seinem Volk Frieden aufzurichten für den Zeitraum von 2 Jahren. In einem anderen Teil des Landes befanden sich König Noahs Priester, die auf sein Gebot hin geflohen waren. Da sie fürchteten, das Volk werde sie töten, wagten sie nicht, zu ihren Frauen und Kindern zurückzukehren. Nachdem sie die Töchter der Lamaniten entdeckt hatten, nahmen sie sie und führten sie weg in die Wildnis. Die Lamaniten wurden zornig, denn sie dachten, es sei das Volk Limhi gewesen. Darum sandten sie ihre Heere aus, um Limhi und sein Volk anzugreifen. Aber König Limhi erkannte, dass es Amulon und die anderen Priester waren und konnte den König der Lamaniten besänftigen und den Eid erfüllen, den er ihm geschworen hatte. Denn sie dachten, es ist besser, sie sind in Gefangenschaft, als dass sie ihr Leben verlieren. Nach vielen Tagen waren die Lamaniten abermals im Zorn gegen die Nephiten aufgestachelt. Und sie fingen an, in die Grenzen des Landes einzudringen. Nun wagten sie nicht, sie zu töten, wegen des Eides, den ihr König dem Limhi geschworen hatte. Aber sie schlugen sie und übten Gewalt über sie aus und fingen an, ihnen schwere Lasten auf den Rücken zu legen und sie zu treiben wie einen stummen Esel. Ja, dies alles geschah, damit das Wort des Herrn in Erfüllung ginge. Es gab keinen Weg, wie sie sich aus deren Händen befreien konnten, denn die Lamaniten hatten sie auf allen Seiten umschlossen. Da
Das Volk fing an, den Wunsch zu haben, gegen sie in den Kampf zu ziehen. Und die Lamaniten schlugen es und jagten es zurück und töteten viele von ihnen. Und es zog abermals in den Kampf. Es wurde jedoch abermals zurückgejagt und erlitt große Verluste. Ja, es zog nochmals, selbst ein drittes Mal, und erlitt ein gleiches. Und diejenigen, die nicht getötet worden waren, kehrten wieder in die Stadt Nephi zurück. Und sie demütigten sich bis in den Staub und beugten sich dem Joch der Knechtschaft. Los! Sie nahmen es hin, dass man sie schlug und hin und her trieb und ihnen Lasten auflegte, gemäß den Wünschen ihrer Feinde. Bitte beschütze. Und sie schrien mächtig zu Gott, er möge sie aus ihren Bedrängnissen befreien. Amen. Nun war der Herr wegen ihrer Übeltaten langsam, ihr Schreien zu vernehmen. Dennoch hörte der Herr ihre Schreie und fing an, den Lamaniten das Herz zu erweichen, sodass sie anfingen, ihre Lasten leichter zu machen. Und sie fingen im Land nach und nach zu gedeihen an und reichlicher Getreide zu ziehen und Kleinvieh und Herden, sodass sie keinen Hunger litten. Nun hatte ich den Wunsch zu wissen, was mit dem Volk war, das in das Land Lehi-Nephi gezogen war. Denn unser Volk hatte von ihm nichts gehört, seit es Zarahemla verlassen hatte. So erlaubte ich, dass Ammon und einige unserer starken Männer hinauf in das Land Lehi-Nephi gingen, um nach unseren Brüdern zu forschen. Sie kamen an einen Hügel, der nördlich des Landes liegt. Und Ammon nahm drei seiner Brüder und sie gingen hinab in das Land Nephi. Und siehe, sie trafen König Limhi. Folgt mir, Männer. Ich wünsche den Grund zu wissen, warum ihr euch erkühnt habt, bis an die Mauern der Stadt zu kommen, als ich selbst mit meinen Wachen außerhalb des Tores war. Ich habe zugelassen, dass ihr unversehrt bleibt, damit ich euch fragen kann. Denn sonst hätte ich veranlasst, dass meine Wachen euch hinrichten. Ihr dürft sprechen. O König, ich bin gewiss, wenn ihr mich gekannt hättet, würdet ihr nicht zugelassen haben, dass ich diese Fesseln trug. Ich bin Ammon und bin aus dem Land Zarahemla heraufgekommen, um nach unseren Brüdern zu forschen, die Zenef aus jenem Land heraufgeführt hat. Nun weiß ich. Mit Bestimmtheit, dass meine Brüder, die im Land Zarahemla waren, noch immer leben. Nun siehe, unsere Brüder werden uns aus unserer Knechtschaft befreien. O ihr mein Volk, erhebt das Haupt und seid getrost. Denn siehe, die Zeit ist nahe oder ist nicht mehr fern, da wir unseren Feinden nicht länger unterworfen sein werden. Darum erhebt das Haupt und freut euch und setzt euer Vertrauen in Gott. Wenn ihr euch mit voller Herzensabsicht zum Herrn wendet und euer Vertrauen in ihn setzt und ihm mit allem Eifer eures Sinnes dient, wenn ihr dies tut, wird er euch aus eurer Knechtschaft befreien, wie er will und wie es ihm gefällt. Wir haben uns mit dem Volk beraten, wie wir uns aus der Knechtschaft befreien sollten. Wir finden keinen anderen Weg, als nur den in die Wildnis hinauszuziehen. O König, wenn du bisher auf meine Worte in gewissem Maße gehört hast und sie dir nützlich waren, so wünsche ich, du würdest auch dieses Mal auf meine Worte hören. Sprich, Gideon. Sieh den hinteren Durchgang, an der hinteren Seite der Stadt. Die Wachen der Lamaniten sind nachts betrunken. Lasst uns an das Volk einen Aufruf senden, dass es sein Kleinvieh und seine Herden sammle, um sie nachts in die Wildnis zu treiben. Ich will hingehen und den Lamaniten den letzten Tribut an Wein entrichten. Und sie werden betrunken sein. Und wir werden durch den geheimen Durchgang links von ihrem Lager gehen, wenn sie betrunken sind und schlafen. Nach vielen Tagen in der Wildnis kamen sie nach Zarahemla und schlossen sich uns an. Wir empfingen sie mit Freuden.
Ich werde nun den Bericht vom Volk Alma lesen. Er bezeugt unsere Übeltaten. Nachdem Alma die Worte des Propheten gehört hatte, glaubte er den Worten, die Abinadi gesprochen hatte. Stoßt ihn aus! Wir sollten auf diesen Mann hören! Er spricht die Wahrheit! Tötet ihn! Aber er floh vor ihnen und versteckte sich. Er schrieb alle Worte nieder, die Abinadi gesprochen hatte. Als Abinadi Alma begann, die Worte Abinadis zu lehren. Hier sind die Wasser Mormon. Und viele, die ihm glaubten, zogen aus an einen Ort, der Mormon genannt wurde. Und sie wurden in den Wassern Mormon getauft und wurden von der Gnade Gottes erfüllt. Und von jener Zeit an wurden sie die Kirche Gottes oder die Kirche Christi genannt. Alma war vom Herrn gewarnt worden, dass die Heere König Noahs über sie kommen würden, und er zog in die Wildnis. Und der Herr stärkte sie, sodass König Noah sie nicht einholen konnte, um sie zu vernichten. Sie flohen 8 Tage in die Wildnis, und sie schlugen ihre Zelte auf und fingen an, den Boden zu bebauen und fingen an, Gebäude zu bauen. Ja, sie waren fleißig und arbeiteten überaus viel. Lasst uns Alma zu unserem König machen. Es ist nicht ratsam für uns, einen König zu haben. Denn so spricht der Herr: Ihr sollt nicht ein Fleisch höher schätzen als das andere. Noch soll ein Mensch sich höher dünken als der andere. Jedermann soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst, sodass es unter euch keinen Streit gebe. Und wacht übereinander. Und nährt einander mit dem, was die Rechtschaffenheit betrifft. Und sie fingen an, in dem Land über die Maßen zu gedeihen. Dennoch hält der Herr es für richtig, sein Volk zu züchtigen. Ja, er prüft dessen Geduld und Glauben. Als sie das Land bebauten, war ein Heer der Lamaniten in den Grenzen des Landes. Die Lamaniten kommen! Fürchtet euch nicht! Erinnert euch an den Herrn, unseren Gott, er wird uns befreien. Herr, erweiche das Herz der Lamaniten, so dass diese uns und unsere Frauen und unsere Kinder verschonen. Wir wollen keinen Streit, nur Frieden. Wir waren viele Tage lang in der Wildnis verirrt gewesen. Wenn ihr uns den Weg zeigt, der in das Land Nephi führt, so werden wir euch euer Leben und eure Freiheit gewähren. Geht in diese Richtung, 8 Tage lang, dann werdet ihr das Land Nephi erreichen. Stellt rings um das Land Wachen auf! Die Lamaniten brachten auch die Frauen und die Kinder der Wachen mit, die in dem Land zurückgelassen worden waren. Wie ist das? Der König der Lamaniten hat Amolon gewährt, König und Herrscher über dieses Volk zu sein. Und seine Brüder sollen für dieses Volk als Lehrer bestimmt werden. Amolon fing an, Gewalt über Alma und seine Brüder auszuüben. Denn Amolon wusste von Alma, dass er einer der Priester des Königs gewesen war und dass er es gewesen war, der den Worten Abinadis geglaubt hatte. Und deshalb war er auf ihn wütend. Er bürdete ihnen Arbeiten auf und setzte Arbeitsaufseher über sie. So groß waren ihre Bedrängnisse, dass sie anfingen, mächtig zu Gott zu schreien. Und Amolon gebot ihnen, mit ihrem Schreien aufzuhören.
und er setzte Wachen über sie, um sie zu bewachen, damit jeder Mann, der dabei angetroffen wurde, dass er Gott anrief, hingerichtet werden würde. Los! Alma und sein Volk erhoben nicht mehr ihre Stimme zum Herrn, zu ihrem Gott, sondern sie schütteten ihr Herz vor ihm aus. Und er wusste die Gedanken ihres Herzens. Und die Stimme des Herrn erging an sie in ihren Bedrängnissen, nämlich: Erhebt das Haupt und seid voller Trost, denn ich weiß von dem Bund, den ihr mir gemacht habt. Und ich werde mit meinem Volk einen Bund machen und es aus der Knechtschaft befreien. Ich werde auch die Lasten, die euch auf die Schultern gelegt sind, leicht machen, sodass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt, selbst nicht, während ihr in Knechtschaft seid. Das werde ich tun, damit ihr später als Zeugen für mich auftretet. Und damit ihr mit Bestimmtheit wisst, dass ich, Gott der Herr, mich meines Volkes in seinen Bedrängnissen annehme. Der Herr stärkte sie, sodass sie ihre Lasten mühelos tragen konnten. Und sie unterwarfen sich frohgemut und mit Geduld in allem dem Willen des Herrn. So groß waren ihr Glaube und ihre Geduld, dass die Stimme des Herrn abermals an sie erging, nämlich: Seid voller Trost, denn morgen werde ich euch aus der Knechtschaft befreien. Am Morgen ließ der Herr einen tiefen Schlaf über die Lamaniten kommen. Und Alma und sein Volk zogen in die Wildnis hinaus. Und nach 12 Tagen kamen sie hier in das Land Zarahemla. Und wir empfingen auch sie mit großer Freude. Ich ermahne euch, alle die, die aus der Knechtschaft befreit worden sind, daran zu denken, dass es der Herr gewesen war, der uns befreit hat. Ich danke Gott, weil er zu uns barmherzig gewesen ist und unsere Lasten leicht gemacht hat und keiner konnte uns befreien, außer der Herr, unser Gott. Limhi, ich taufe dich, bevollmächtigt vom allmächtigen Gott, zum Zeugnis dafür, dass du dem Bund eingegangen bist, ihm zu dienen, bis du, was den irdischen Leib betrifft, tot bist. Und möge der Geist des Herrn über dich ausgegossen werden. Und möge er dir ewiges Leben gewähren durch die Erlösung durch Christus, den er von Grundlegung der Welt an bereitet hat.